Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadt, Land, Fluss Online. Wieder mit den üblichen Bekloppten, mit dem David. Guten Tag. Mit dem Hannes. Hallo. Und dem Matze. Moin. Der heute hoffentlich etwas lauter ist als letztes Mal. Ich habe die Soundeinstellung nochmal überarbeitet. Sollte also vielleicht funktionieren. So, und heute mit Pornotitel, Fetisch, Game-Charakter, stinkende Sachen, Todesursachen, Beleidigung, die erste Tat als Weltherrscher und Scheidungsgrund. Okay, fangen wir an? Natürlich, ich bin schon dabei. Also, na? Das ist ungünstig. Ich hänge jetzt schon beim dritten. Nicht schlecht. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich habe einfach irgendwas hingeschrieben. Ich habe übrigens herausgefunden, dass ich meine Aufnahmequalität deutlich steigern kann. Und wie? Einfach indem ich die Bitrate erhöhe. Ich habe einfach immer 2000 stark. Was? Hannes, du miese kleines. Ich hatte drei Sachen. Oh nein, nein. Pornotitel, dicke Digger. Scheidungskomiker. Wer ist eigentlich wer? Achso, ja. Hätte man vielleicht noch sagen sollen. Ich bin die Schlange, also Snail. Ich bin Otto. Ich bin der Guanacke. Okay, was? Und David ist Capybara. Dicke Eier zu klar, Ostern. Ja klar, Capybara, Junge. Dicke Eier zu Ostern finde ich gut. Ja. Aber ich finde gut. Dann meinst du, dass du bei Fetisch das hast, was ich bei Pornotäter habe? Oh, warte, Fetisch. Achso, okay. Alles klar. Dauerduschen? Was ist ein Daemon? Keine Ahnung. Wo? Was ist denn Doom? Heißt der so? Doom ist ein Spiel, aber kein Game. Ja, ich hab mir doch letztens gesagt. Achso, Game-Charakter? Ja. Ja. Oh. Ja, okay, dann habe ich mich verlesen. Ja. Lesen. Guckt mal. Darius, das ist gut. Habt ihr drüben die Backlinks gelesen? Was? Die was? Die Backlinks? Ja. Die anderen und Nemesis HD Gaming. Bei mir steht da Woo Game TV. Ja, mega geil. Das ist nicht immer das Gleiche. Ja, aber bei mir steht da Woo Game TV. Ist mega geil. Ja, stinkende Sachen, mir auch. Deine Mutter oder deine Mutti. Oh, das ist ja nicht im Hoffnung dasselbe. Glück ist das nicht das Gleiche. Wir müssen jetzt das Niveau steigern, das kommt raus. Drumstick in Nein, Quatsch. Drumstick im Kopf, ja, das ist aber auch... Wie kommst du denn auf Drumstick, Mann? Keine Ahnung mehr, ich wollte halt nicht über deine Mutter schreiben. Hast du einfach überall deine Mutter eingetragen, oder was? Ja, nein, nicht überall. Doch, deine Mutter stinkt nach Fisch, geil. Ja, schlecht, das sind immer die besten Beleidigungen. Ja. Hurensohn. Ja. Hundesohn. Ja, ich wollte es extra nicht hinschreiben. Hast du gut gemacht. Ja. Und ich hab's verkackt. Alle das weiße Haus gäbe einmal. Warum? Ja, warum denn? Du denkst ja alle, weißt du, wie teuer das ist. Das ist mir gut. Oh, das war sinnvoll. Scheidungsgrund, deine Mutter. Ich finde den auch gut. Okay. Na, kann man gerade so lassen. Aber deine Mutter, ja. Das ist sogar wahr. Okay. Man sieht übrigens, wenn ihr raustappt, ja? Ja, Wiesen. Ah, verdammt. Ich war's nicht. Nee. Warte mal, Scheiße. Erstmal gucken. Pornotitel? Banane. Das kannst du woanders eintragen. Und jetzt habe ich euch was gesagt, doch scheiße. Oh, fuck. Danke. Ich habe ein kleines Problem. Was denn? Was? Ich habe meine Tastatur etwas kaputt gemacht. Also ich habe irgendeinen Knopf gedrückt, der sofort alles wieder löscht, was ich da hinschreibe. Das ist die Trollscheiße. Ja, ich kann nichts mehr dahin schreiben. Kannst du das fixen? Irgendwie? Ja, ich kann jetzt über ein G hinschreiben, ja, aber... Wenn ich versuche, einfach mal nochmal in das Spiel zu kommen, ich weiß nicht, ob das geht. Naja, es liegt ja... Warte mal, ich guck mal ganz kurz, ob das bei das anderen... Das ist ja gehandicapt, ja. Ja, das ist nur in der Seite. Warte, ich versuche die Seite nochmal neu zu laden. Naja, funktioniert nicht. Scheiße! Nein! Selbst im Chat funktioniert das. Also, ja, dann warte die Runde ab. Mal gucken, vielleicht ja, ich dann Google jetzt, oder so. Jetzt funktioniert's wieder. Geil. Hä? War es nicht gerade noch N der Buchstabe? Nein, B war's. Ja. Du bist einfach in einem anderen Spiel gelandet. Nee. Stark. Also, wollen wir ihm jetzt noch Zeit geben? So eine Minute? Nö.
Ja, also Knallhaut. Sonst würde ich jetzt noch klicken, weißt du? Okay, dann machen wir. Dann, so aus dann, Toleranz, ja. Dann tanze ich derweil für die Zuschauer. Oh Mann, okay, ich tanze lieber nicht. Ich habe mich gerade tanzen sehen in der Webcam. What the fuck? Stark, Junge. So, David, wo bist du jetzt? Oh Mann, ich bin so dumm. Das ist so behindert. Oh, ist das behindert. Dann geben wir noch 10 Sekunden. Okay, nein. Ich zähle runter. 10. 7. 5. 6. 4. 3. 2. 1. Okay, hab's sogar geschafft. Mega geil. Berthas Melkstall. Berthas Melkstall. Alter! Da sind ein paar richtig gute Sachen mit dabei. Ich bin nicht genug bei Netto. Das sollten wir lizenzieren lassen. Wenn du jetzt N hast, dann schreibst du auch bloß Nutten bei Netto. Dann machst du das Billige einfach vorweg. Er kann auch schreiben Netto Vollnutten oder Vollnutten. Erzähl das Banane. Dankeschön. Alle haben die Banane genommen. Aber Banane fliegt ein bisschen zu wenig, also. Nein. Ja. Nein. Auf jeden Fall zu wenig. Also eine Banane, das ist schon ein bisschen schwierig. Nee, das ist scheiße. Die kannst was du ist dir eigentlich auch bei Pornotitel. Was hast du da geschrieben, Martin? Bucheckern für alle, was? Was ist ein Bucheckern für alle? Mann, ich hab kein Wort mit B gefunden. Bucheckern, okay. Das sind die Früchte der Buche, die kannst du dir in den Arsch schieben, was weiß ich. Von Game Bilbo. Wer ist denn Bongo Pop, Alter? Mal ganz ehrlich. Ich wollte es von Kacke, das klingt. Wo der Baumeister ist, dein Ernst? Das hab ich. Das bin ja ich. Geschrieben. Bin ja ich. Wer ist denn Brandon? Wieso hab ich das bei Stinkgesang gesagt? Ja, keine Ahnung, in irgendeinem Spiel wird schon irgendjemand Brandon heißen. Wer ist denn rausgetan? Irgendeinen random Namen reinschmeißen. Ja. Wird schon stimmen. Moment. Ja, das vor allem, Game-Charakter Bob der Baumeister, stinkende Sachen Bob der Baumeister. Nicht schlecht. Ich wundere mich gerade selber, warum ich das bei stinkende Sachen reingeschrieben habe. Hey, lass doch mal Bauchspeck drin. Oh, achso, ja. Wer? Ich? Nein, ich nicht. Okay, ja. Alles klar. Nee, Matze. Ich hab grad geklickt, weil meine Zeit am Ablaufen war. Todesursache, Bob der Baumeister überfährt. Ja, Alter. Matt, sag mein. Mit Rollo! Weißt du, ich hab gerade was gesagt. Und dann musst du das vorlesen. Todesursache, Bausimulator. Ja, hä? Ja. Nee. Ja, klar. Nee. Du bist halt nicht in guter Form. Ich hab so Scheiß. Genauso wie Beleidigung Baum. Was ist bei dir? Ich weiß. Knackter Dude. Jetzt fällt mir Bongo ein oder so. Ich möchte mal bitte auf meins erste Tat als Weltherrscher hinweisen. Das müssen wir am letzten Schultag. Egal, so Lukas Arsch implantieren. Ja, das müssen wir aber auch am letzten Schultag machen. Nee. Was? Also, oh Mann, Kauf und Bambus pflanzen, finde ich da schon wieder sehr viele Parallelen. Also, ey, du hast auch Bambus genommen, genau wie ich. Hey, ich habe gar keinen Bambus genommen. Nee, also, ich meine Martin. Was? Du hast auch Bambus genommen. Bambus pflanzen? Ja, aber pflanzen und kaufen. Was ist ein Baugeräusche für einen Scheidungsgrund? Ich weiß nicht. Moment. Vor allem, aber bei Berthas Melkstall sind wir gleich geblieben, ne? Also. Ja, naja, warum? Wenn es ein Pornotitel ist und die erwischt dich dabei, wie du den guckst, dann. Ja, einmal wieder. Oh, krasser Scheiße, ich dachte bei mir war das. Boah, alles, du hast voll die Connections hier hergestellt. Ja, ja. Unglaublich. Ach, ich hätte auch die Zeit dazu. Also, ich muss nur mal sagen, wenn man jemanden Böller in den Arsch implantiert, dann nimmt man aber bitte die guten und nicht die billigen, die noch in der Hand explodieren. Das macht das keinen Spaß. Die guten? Ja, du musst die ja nicht zünden, du musst die ja eigentlich nur implantieren. Ach so, wenn's weiter. Die bleiben dann einfach gezündet da drin, ne? Bis er mal Chili isst oder so. Ja, es ist ein I. Okay. I. Pornotitel mit I. Ach du Scheiße. Mann, ist das geil. Nein, ich hab ein Wort vergessen. Ach, Manu. Das ergibt alles keinen Sinn. Nee, das kann ich nicht schreiben. Gar keine Ahnung gerade. Nee, mir fällt gerade auch irgendwie noch nicht. Nichts ein. Oh Mann, da habe ich jetzt mit Absicht Scheiße geschrieben, aber es kam gerade so über mich. So, ich kenne nur LOL-Charaktere bei Game-Charakter. Mir fällt nichts anderes ein. Ja, da habe ich auch gerade drüber nachgedacht, aber mir fällt gerade auch kein LOL-Charakter mit I ein. Mann, ich schreibe so lange Sachen.
Ich schreibe hier Romane. Alter, ich kann das eine Wort nicht schreiben. Was ist denn das hier? Mir fällt ein Stein! Ja, ich... Ich kann weder denken noch schreiben noch... Okay. Nein! Ja, nein! Ines Kifferbude? Irgendwo im Arsch, was? Irgendwo im Arsch? Ingrids Kuhweide, nee, was? Den finde ich scheiße, irgendwo im Arsch. Ja, doch noch nicht. Ey, hat Mann. Mann, oh. Igel macht doch am meisten Spaß. Das ist aber auch nicht so besonders, Mann. Das ist dann aber, nee, ausgleichende Gerechtigkeit, ich mache mal. Das ist nur die Wahrheit, nur weil ihr es nie ausprobiert habt. Iris essen. Ach du Scheiße! Alter, was ist denn das schon wieder? Boah! Ist das eklig. Illegale Dildos schmuggeln. Oh Mann! Wurzeln reanimieren. Was? Was? Nee. Ehrlich. Alter, du bist aber auch unkreativ. Mann. Ja, mir ist es eingefallen. Das ist das erste Mal weg, ich bin nicht fertig geworden zum Ja, okay. Ja, okay, gut, ja. Das wollte ich gerade fragen. Irene, ich wollte Iceman schreiben, ich glaube, das ist einer von Mega Man, oder? Gibt's ja, kann sein. Gibt's einen Indiana Jones? Stinkende Sachen, irgendwas, was stinkt. Mir ja. ist nichts Besseres eingefallen. Also, nee, da. Was? Nein, das ist inkompetente Seife. Ja, okay, das ist nicht besser. Also, deswegen müssen wir irgendwas das stinkt auch lassen. Oh Mann. Nee. Da haben die Igel aber gut reingepasst bei mir. Ja. Icemaker gegen Kopf. Was? Das erinnert mich an den letzten Kuchenbasar. Ja, wenn du einen Icemaker gegen den Kopf bekommst, dann kannst du da doch schon mal. Was ist denn ein Icemaker? Ein Icemaker ist Was Eis makt. Ja! Es gibt Kühlschränke, die haben einen Icemaker. Hatten wir uns eigentlich darauf geeinigt, dass wir nur deutsche Namen nehmen? Nein. Nur deutsche Sachen? Haben wir eben nicht. Das heißt ja auch im Deutschen wahrscheinlich so, ne? Ja, aber wird dann EIS geschrieben, du Trottel. Ja, aber man... Ja, okay. Ja, okay, eins nur für dich. Gibt's den auch. Irgendwas, das dich umbringt, ist aber auch nicht so toll. Ja, genau das gleiche wie irgendwas, das stinkt. Ja, müssen wir irgendwas, was dich umbringt, auch nehmen. Warte, irgendwas, was dich umbringt? Ja. Wo steht denn das? Hä? Ganz unten bei Todesursachen. Ach so, ja. Alles klar, ich bin geistig verwirrt, tut mir leid. Okay, Igelficker. Ist jetzt nicht so pralle. Versenken, okay. Oh, Island, da hätte ich auch... ausgerottet. Was ist das für ein Scheidungsgrund? Naja, welche? Warum würde ich nicht für eine Mann scheiden lassen, der ein ganzes Land ausrottet? Da stehen sie ja drauf, so wie Eva Braun. Ob der jetzt auf Island da 5 Schafe erschießt, ist doch Wumpe. In Flagrant, ja gut, das war ich. Also wenn jetzt Isländer zuschauen, es tut mir leid, ihr habt natürlich mindestens 6 Schafe auf eurer Insel. überhaupt kein Vorurteil damit drin oder so. Nein, ach Quatsch. Ach Quatsch. Nein. Kann ich erst nachher sagen, was ich noch bei Dinge, die stinken, schreiben wollte. Das kommt jetzt, das passt jetzt nicht so. Okay. Lieber nicht. Ich hab Angst. Lieber nicht. Ich hab Angst. Ficken. Da schreibt jetzt jemand Ficken hin. Das ist meine Idee, die ist patentiert. Scheiße. Charakter mit F, verdammt. Fuck. Okay, nein. Fuck. Nee. Ach du Scheiße, ich schreib nur Mist. Scheiße. Scheiße. Alter, mir fällt nur viel ein und viel wird mich nicht öffentlich. Ja, das stimmt. Du machst doch gleich fliegende Autos. Das würde ich so bestätigen. Todesursache. Wer? Was? Nein, mir fällt einfach nichts ein. So. Was? Nein. Heilungsgrund. Das ist so schlecht. Keine Ahnung. Ich hab mich verschrieben. Scheiß drauf. So. Ja, du hast doch Zeit, Mensch. Wenn noch keiner kriegt jetzt. Scheiße. Mann! Oh, Mega Brain Lex, mir fällt überhaupt nichts ein. Mir fällt kein scheiß Game Charakter ein. Doch, jetzt hab ich einen. Ha! So, eins noch. Ah. Boah, ist das schlecht? So, fertig! Oh, ich bin doch krass fertig geworden, ey. Oh, ich bin so schlecht. Fickbude. Fickbude. Föhnende Fotzen ficken Föhne? Nein. Ich irgendwas mit F. Das ist ein Zungenbrecher, oder? Föhnende Fotzen ficken Föhne.
Das ist wie ja, so ein Pinkel ausdrücken. Gut, ne? Oh. Ja. Oh mein ja. Gott. Oh, ah, nee. Auf Eliora, oh mein Gott. Ja, ja, das Felix auch, der kleine Hase, da gibt's bestimmt Spieler. Ja, denk die ganze Zeit bloß an LOL-Champs, da kann ich sehr gut mit umgehen. Ne? Flamingo, der brennt. Oh Mann. Folter bis zum Tod. Naja, wer ist ein Felix ja, im Game-Charakter? Wo haben wir denn Felix? Na, der kleine Hase da. Ich hatte, als ich fünf oder so war, hatte ich so ein Spiel davon. Fleischklopfer im Auge. Ja. Fliegende Messer im Kopf, ach so. Ja. Beleidigung, fick deine Mutti, fick Mongo, fick Schnitzel, fick dich. Boah, wir sind ja auch. Oh, da kommt ein langer Text. Was? Finale der Fußballweltmeisterschaft nach Deutschland holen mit illegalem Geld suchen. Hä, was? Was machst du denn? Wir sind schon im nächsten Spiel, Matze. Echt jetzt? Ja. Ich hab noch gar nicht bestätigt. Ja, ich auch nicht, wir sind aber schon im nächsten. Hä? Ach, hä? Was? Geil. Ey, ich häng hinterher. So eine Scheiße, Mann. Kann doch nicht einfach weitergehen, ohne dass ich bestätige. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich weiß nicht, wie man das schreibt. Wie. Ah, nein. Ich frag lieber nicht. Stinkende Sachen. Das ist zu gut. Es wird in die Geschichtsbücher eingehen, diese Idee. Vergiss es. Ich mache eine Firma auf. Und gehe pleite nach 2 Monaten. So, ja, LOL-Charakter, weiter geht's. Ja, genau. Da hättest du gleich LOL-Charakter schreiben können. Ja, stimmt. Es gibt eine Kategorie mit LOL-Champs, das stimmt. Beleidigung. Oh Mann, ist das gut. Scheiß drauf. Nein! Nein! Alter, Hannes, du bist viel zu schnell. Travestie-Party. Titelhohnleit. Vergänze dich. Turnier der internationalen Huren, ja, okay. Tröten, oh wenn man Nippel dreht. Was ist das? Oh. Da kennt ihr das nicht so. Töten. Was? Ach so. Oh mein Gott. Ist das nicht eher so? Was hast du für Tröten, ja, Alter? Ich hab 3 verschiedene Charaktere von LOL genommen. Ja, ist das und einmal Trevor. Shana, Talon, Tarek und Trevor. Ist das unglaublich. Wer ist mein Trevor? Stinkende Sachen, Tussen mit Herpes, aber Tussen mit Herpes stinken nicht. Nee. Darf ich mal noch auf meine Geschäftsidee hinweisen? Die habt ihr einfach mal lesen. Welche denn? Tapire beim Sex zu sehen lassen. Ach so. Ich mache einen Service auf. Drehbeute mit Kacke. Tiefseefische nach 10 Jahren in der Sonne. Wie Tussen mit Herpes. Drehbeute überfährt mich. Die können nicht fahren. Na, natürlich, die fahren auf dem Wasser. Ja. Hey, hörst du mal auf? Torn mit 200 Kilo Körpergewicht. Was ja, hallo? Fahren auf dem Wasser. Ein Schiff fährt auch auf dem Wasser. Nee, wahrscheinlich, weil die alle umgekommen sind. Gibt's bestimmt. Tod mit D geschrieben, also falsch. Oh. Tod durch Scheidenkrampf. Scheidenkrampf. Boah, Alter. Wir hatten in der 8. Klasse mal einen sehr anregenden Vortrag, 45 Minuten im Biounterricht. Der war faszinierend. Über Scheidenkrämpfe. Alles, was du über Scheidenkrämpfe wissen musst. Also hey, warum solltest du Teigwaren abschaffen? Keine Ahnung. Das kann ja auch von der Herrscher, du bist. Die fiesen Teigwaren? Nein, Turnen ich muss verbieten. Turnen verbieten. Ach ja, so. Hallo? Turnen ist ja wohl. Nee. Also das finde ich beides nicht so. Nee, was ist denn mit euch? Ehrlich mal. Nee. Teilungsgrund, Tanja im Bett. Ja, das ist ein Fremder. Ja, ich wollte den fremder Frauen erfassen, Mann. Ach so. Aber Hannes war schon fertig. Also. Hannes ist einfach, weiß nicht, der ist einfach Speedy Gonzales. Ich habe gar keine Chance, alles einzuschreiben. Der ist voll OP, der Junge. Hannes sieht, also für alle Zuschauer. Ich kann nur richtig dumm denken. Für alle Zuschauer. Mir fallen keine. Oh nein. Hey! Also, für alle Zuschauer, Hannes sieht auch aus wie Speedy Gonzales. Der trägt immer ein Sombrero und rennt immer zur Schule. Das ist so lustig, weil es nicht stimmt. Und Hannes scheißt Tacos. So, weiter geht's. Alles klar. Schreibt man Q mit C? Nee, oder? Was? Schreibt man Q mit C, genau.
Den Charakter. Scheiße, Mann. Vögel. So, Vögeln schreibt man mit C, ich weiß es genau. So. Ich weiß nicht, wie man das eine schreibt. Ich hoffe, ihr erkennt das nachher. Ich weiß nicht wirklich nicht, wie man das schreibt. Ist egal. Ich habe letztens geschrieben. C ist aber auch ein Scheißbuchstabe, ey. Erste Tat des Weltherrschaft. Ich habe letztes Mal geschrieben, Judasus Hasu. Nein, doch, ja, Judasus Hasu. Also mach dir keine Sorgen, viel schlimmer kann es nicht sein. Scheiße, so. Warte. Ha! Nein! Nein! Wieso bin ich denn so lahmarschig heute? Ach, Chamäleons mit fuck! Scheiße. Ich dachte, das schreibt man doch mit Nein! E! Nein! Oh mein Gott. Hä? Komm, Carsten, der Stecher ist wieder. Aber wir lassen es mal so drin. Carsten, der Stecher ist wieder. Ja, ich hab das nochmal genommen. Clowns gucken zu. Chamäleons zuschauen beim Wandeln. Ich hab auch Clowns. Foltern. Clowns vögeln. Oh Gott. Quank? Wer ist ein Quank? Ratchet und Clank. Ah ja, Ratchet und Clank. Ja. Size Matters, natürlich. Klaus der dritte, zweite. Was? Ja, aus The Elder Scrolls. Was? Das sagt mir jetzt wirklich nichts und ich habe das gespielt. Ja, ich habe das Spiel auch noch nie gespielt. Mach toll. Das war einfach so fair. Das kann ich nicht durchgehen lassen. Nee. Ja, ich auch nicht. Chips mit 3 Jahre altem Käsedip. Ja, das genau. Das ist nicht schlecht. Im Labor. Eklig. Ja, wenn der W-Punkt drin war, stinkt's immer bei uns im Chemielabor. Oder im Raum zumindest. Oder Buttersäure, das hat er mal richtig schön gezogen. Oh ja. Carlos von nebenan. Warum? Spanier. In meinem kleinen Nest wohnen ein Haufen Spanier. Nicht einer. Todesursachen, Klau mit Kettensägen, Chemie und... Klau hat mich mit seinen Schuhen, das ist nicht fertig. Ja, da war ich nicht fertig. Nee. Ich wollte zertreten schreiben. Obwohl, ich habe auch nicht kleinere Füße als ein Clown. Chinesen diskriminieren. Diskriminier? Ja. Was ist da drin eine Beleidigung? Das ist keine Beleidigung, Alter. Hä? Wenn du Chinesen diskriminierst? Doch. Guck mal, Dominik zum Beispiel, der würde das so sehen. Na, der ist ja kein Chinese, das ist ein Vietnamese. Ja, ist doch egal. Das ist das gleich. Der kommt irgendwo östlich vom Ural, das passt schon. Ich lass das einfach so, ja. Östlich vom Ural, das muss ich Chips sagen. Chips essen, das kannst du aber auch nie als Nicht-Weltherrscher. Ja, das ist aber... Chips esse. Ich kann ja Chips esse. Labore in die Luft sprengen. Warum sollte man als Weltherrscher Labore in die Luft sprengen? Warum sollte man als Weltherrscher Chips essen? Weil Chips lecker sind. Ja, was sagt das dazu? Wir müssen bei erster Tat als Weltherrscher mal ein bisschen mehr durchgehen lassen. Ja? Weil was willst du denn sonst machen? Ja. Als Weltherrscher hast du doch eh schon alles erreicht. Was China, chemische Mixtur als China zerstört? Wirklich? Ja. Das ist ja aber kein Scheidungsgrund. Aber wenn die Frau die dann irgendwie so ein bisschen Säure auf dem, ne? Auf die Haare. Als Potenzmittel? Ins Gesicht? Ja, auf den Himmel drauf. Ich dachte, der Mann hat das genommen als Potenzmittel. Na, oder so, dann wird doch keine. Ach, egal. Als Potenzmittel. Egal, ich dachte, egal, weg. Oh. So, letzte Runde mit O. Ich dachte, du wolltest Putzmittel schreiben. Nee. Okay. Worauf komme ich? Was denkt sich mein Gehirn eigentlich bei den Sachen hier? Ja, das frage ich mich auch die ganze Zeit. Aber das ist ja Stadtlandfluss. Das ist genau das, was es ausmacht. Ah, oh, Game-Charakter. Ja, das ist gut. Das gefällt mir. Ah, nee. Hahaha. Denkende Sachen. Komm, das ist viel besser als Oriana. So. Todesursachen. Beleidigung. Beleidigung ist gut. Alter, ich denk nur an... Ja, ich hab irgendwie nur eins im Kopf die ganze Zeit. Komm, hör auf! Nein! Mann! Ich hatte gerade so eine war zum ersten Mal Idee. Erster! Yo! Orale Schlammschlachten. Obacht, da kommt er. Woran ist der Park? Oh, hier für Anfänger. Obacht, da kommt er, finde ich gut. Omas Ficken. Oh nee, Alter, Granny Porn. Orianna, Olaf, Onyx, Orpheus. Wieder diese ganzen LOL-Champs, ja. Nein, Orpheus.
Orpheus ist kein Deutscher. Ja, außer Orpheus und Onyx natürlich. Aber es gibt so viele Spiele über griechische Mythologie. Da gibt es bestimmt auch einen Orpheus. Ja, und Hera, die geile Sau. Seit wann ist stinkende Sachen Oralverkehr? Kommt drauf an, was du gegessen hast. Bei Knoblauch vielleicht? Unhalieren beim Hausbrand! Haus brennt, erstmal einen runterholen. Hä, sind das nicht die meisten Todes... Also wenn ich eine Zeitung lese, ja, dann sind bestimmt die ersten Todesanzeigen immer so 10 Stück so eine Sachen. Was? Ja, ist unhalieren beim Hausbrand. Ja. Haus? Du kannst mir nicht erzählen, dass du erstmal einen runterholst, wenn du dein Haus brennen siehst. Naja, nein, aber du weißt ja nicht, dass dein Haus brennt und du machst es trotzdem und deswegen stoppst du ja. Ja, guck mal, zum Beispiel in deinem Chat, da lese ich auch immer von unterbezahlter Nutte erstochen oder so. Das sind immer die Schlagzeile. Oh, ja gut, da wollte ich irgendwas ohne Hosen rumlaufen schreiben oder so. Ja, das würde ich tatsächlich machen als Weltherrscher. Jo. Einfach just for the lols. Oben gucken, was ist denn oben gucken? Hä, oben, der Film? Ja. Ja, aber das kannst du, das ist aber keine spezielle Sache. Wir müssen da mehr Sachen durchgehen lassen, was willst du denn sonst schreiben? Oh nein, Hirn. Ja, okay, guck, komm, das kannst du doch genauso gut. Deinen Film kriegst du wieder, dafür bleibt onanieren. Okay. Moment, das letzte ist ein Rechtschreibfehler. Ich wollte Ole schreiben, mit einem L. Nein. Ole doch. Ist besser im Bett, ne? Ole ist besser im Bett, das ist doch Entscheidungsgrund. Ja, das ist wie nicht fertig geworden. Genau. Ja, aber Ole ist fertig geworden. Pech? Und er war besser. Pech. Hast du Pech? Oh, Mann. Nein. Du bist raus. Ich bin letzter. Warst du das schon, Alter? Das war's tatsächlich. Ich bin letzter, ich sehe es schon muss kommen. Noch confirmen. Ja, ich mache wieder Zweiter hier. Jawohl. Ich bin Dritter. Das ist doch gay. Scheiße. Was soll das denn? Martin ist schon wieder Letzter. Komplett verdient, wenn du mich... Mit 280 Punkten. Du hast ja nur Bullshit geschrieben. Also ich halte mal fest, das Spiel ist gay. Sagst du nur, weil du jetzt verloren hast. Ja. Und ich bin, konstant auf der 3. Ja, du bist wenigstens konstant scheiße, aber ich bin konstant richtig scheiße. Aber ihr habt immer eine Punktzeit auf, ne? Erst und zweiter. Nicht schlecht, nicht schlecht. Mann, das ist doch behindert. Naja, dann würde ich sagen, war's das für die Aufnahme Stadtlandfluss? Ich denke, es werden hoffentlich noch weitere kommen. Wir sind auf jeden Fall fleißig am Plan, ich zumindest. Und danke fürs Zusehen. Und ich bedanke mich natürlich noch recht herzlich bei David, Hannes und Matze, dass ihr wieder mit dabei wart. Dass ich nicht alleine bekloppt sein musste. Das geht schlecht. Ja, und dann, liebe Zuschauer, bis zum nächsten Mal. Haut rein.